Willkommen zurück beim Buch der unerzählten Geschichten, Book of Unwritten Tales, mit unserem unfreiwilligen Helden der Geschichte, Wilbur. So, und ich schau mal, was ich heute hier mit dem ganzen Zeug, das ich gesammelt habe, irgendwie was anfangen kann. Sieht ja schon recht nett aus. Ich überlege gerade Einstellungen. Mach die Musik mal noch ein Schrittchen leiser. Ich glaube, so ist besser, ne? Dezent im Hintergrund. Also, nach dem Intro schauen wir mal, was noch geht. Und abwärts. Immer noch die Stimme von Justus Jonas. So, dann schauen wir mal einfach, ob ich hier unten was übersehen habe. Das war das U-Boot, der spinnt. Das abgedeckte Zeug, der Schraubstock. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Vielleicht reden wir mit dem Opa nochmal. Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung wofür? Wofür? Aha, Ausrüstung. Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Wer denn? Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance. Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch einen Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Okay, den Fallschirm habe ich ja schon. Der Ring. Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen! Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut.
Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Also ich bin gerade nicht überzeugt. Der schnellste Weg? Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef! Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Ich habe den Topf. Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Papalapap, der Helm muss reichen. Ich habe einen Fallschirm. Na fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich habe hier noch genug zu tun. Aber denke daran, schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Welche U-Bahn? Ja, super, jetzt renne ich mit dem Kochtopf auf den Kopf hin. Ganz, ganz toll. Oh, mal gucken, dieser Roboter. Vielleicht kann der mir ja noch helfen. Der Roboter zieht seine Energie aus dem Müll. Die Energieversorgung ist gesichert. So, und jetzt? Der Kellermeister hat... Genau, hier war doch diese Landkarte, ne? Die Landkarte zeigt das Gebiet von hier bis runter zu Seefels, der Stadt der Menschen. Ein Versuch ist es wert. Huch! Was ist los? Nichts weiter. Ich habe nur eine Fee verscheucht. Was hier? Um diese Jahreszeit? Die Biester werden auch immer aufdringlicher. Das war knapp. Ich komme nicht an die Karte, solange der Kellermeister darunter schläft. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ich hab von der Ratte Rattenhaare in den... Okay. Mit Bart? Nein, ich kann doch nicht... Ich... Oder doch? Dafür komme ich in die Hölle. Garantiert. Oh, oh, Wilbur... Jetzt kommt der Part, der Delis Spaß machen würde. Mach was kaputt. Störe was. Kellermeister. Ob das funktioniert? Zumindest würde das den Kellermeister ein wenig ablenken. Oh oh! Hallo? Stopp! So war das nicht. Ich glaube, das war doch keine gute Idee.
Ich mochte den Kellermeister. Das war großartig. Der ewige Kampf zwischen Zwerg und Maschine. Und ich hab gewonnen. alles in Ordnung mit Ihnen? Na klar, warum denn nicht? Meinst du, so Blecheimer könnten einen echten Zwerg besiegen? Nee. Ah, das tat gut. Endlich mal wieder was los hier. Das muss hier feiert werden. Okay. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Unglaublich. Als der Roboter auf Sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass Sie ihn besiegen können. Jo, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik, Geist gegen Materie. Geist? Wie haben Sie ihn zerstört? Ich habe so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Gewiefte Taktik. Ja, aber ein paar Mal hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's ja nicht gemerkt. Läuft. Herr Kellermeister, dürfte ich mir vielleicht die Landkarte dort einmal ausleihen? Was, die? Nee, mein Junge. Das ist eine Karte mit den besten Kneipen des Landes. Und diese hier ist mit drauf. Ja, schon. Ich wäre auch ganz vorsichtig. Nee. Wenn wir ehrlich sind, ist hier nicht viel los, seit der Krieg ausgebrochen ist. Und ich habe keine Chance, nochmal ausgezeichnet zu werden. Deswegen bleibt die Karte, wo sie ist. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner, nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Seine Fluggeräte waren meistens etwas, anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo. Oh, mir ahnt Böses, eine Flugmaschine. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich den Kellermeister glücklich sehe. Ich störe ihn lieber nicht. Böse. Ich glaube, er ist im Siegestaumel und wird nichts bemerken. Ich hab sie, eine Landkarte der Region. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. Oh, gucken wir uns das Schlachtfeld an. Der Arme. So, und jetzt schwant mir Böses, was hier gleich mit diesem Opa passiert. Und abwärts! So, Entschuldigung, ich mache die Kamera wieder aus, Colonel weil jetzt Opa. Kommt hier gleich eine Videosequenz, könnte ich mir vorstellen. Ja, machen Sie Meldung. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht?
Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Damit ist meine Ausrüstung komplett. Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug! Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja, ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockringarretierung. Das ist keine Standardgröße und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockringarretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Okay, große Enttäuschung. Natürlich kommen weitere Aufgaben. Ich ahne das. So, Zahnräder habe ich hier überall gesehen. Das Starkbier bekomme ich doch garantiert beim Kellermeister. Also richtig, eigentlich bin ich mir noch nicht, ob Webcam an oder aus jetzt sinnvoll bei dem Spiel ist. Eigentlich ist aus besser bei den ganzen Dialogen. Ich mache es ja eigentlich ständig aus. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, für immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen, nach der Keimruhe aufschwellen, das Grünmalz darben, schwelken und abdarren. Schroten, passt ja auf, dass die Spelzen erhalten bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen. Natürlich im Dekutionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen. Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Treberkuchen laufen lassen. Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen. Und den Hopfen hinzugeben. Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen. Und den Heißtrub entfernen. Hefe anstellen und gären lassen.
dann alles durch den Kieselgurfilter. Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Stopp. Was denn? Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Hm? Wie du meinst. Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tue ich aber nicht. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter. Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt's. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen? Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also? Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Kann man die fürs Brauen benutzen? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Ich hab ne Ahnung. Superdünger? Hopfendolde. Gut, finden wir in der nächsten Folge raus. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir kommen, glaube ich, gut voran im Moment. Bis dann und schaltet wieder ein, wenn es heißt The Book of Unwritten Tales.